Nach unzähligen Tagen voller Prozessanmeldungen, weiteren schlaflosen Nächten von Jacko, Opfer, und Reden, die Peter schrieb und auswendig lernte, kam es jetzt zum Verhandlungstag. Meine Damen und Herren, wir behandeln heute den Fall 187. Stay high! In diesem Fall geht es um den Ankläger Jacko Terrence Mayer gegen die StreetMeds AG. Anscheinend konnte Jacko Mayer nicht schlafen, trotz der von der AG vertriebenen Elefantenschlafpille. Blabliblub, das ist mir sowas von egal, was ich hier vorlese. Jedenfalls fangen wir nun an. Sie haben das Wort, Herr Malgus. Das müsste Herr Apfel heißen. Was auch immer, Stacy. Euer Ehren, mein Mandant hatte sich von den erworbenen Pillen eine Schlafhilfe gewünscht, da dieser nun mal ein sehr berühmter Schauspieler ist. Schlaf kann sich stresslindernd auswirken. Wenn ihm das nicht gewährt wird, dann sind gesundheitliche Probleme die Folge. Wir reden hier praktisch von Mord. Einspruch! Der lügt. Sowas passiert nicht durch unsere Pillen. Tamam Habub. Herr Malgus, der Sachverhalt ist angekommen. Wir bitten den ersten Zeugen rein. Herr Fliege! Was ist denn, Zeuge? Sie. Und Sie stehen unter Eid. Ich sage nichts als die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Und nur die Wahrheit. Und er sagt die Wahrheit. Seht nur, er kann sprechen. Okay, Verteidiger, Ihre Fragen jetzt. Wir werden den Prozess gewinnen. Die Fliege ist die Lösung. Der Richter feiert ihn total. Habt ihr gehört? Wir werden euch abziehen, doof AG. Bitte, ich esse Früchtchen wie du zum Frühstück und das sogar ohne Wurm. Herr Fliege, können Sie Ihre Aussage von gerade eben beweisen? Was ist dein Beweis? Damn! Ist der gut. Ich bin überzeugt. Vielen Dank, Herr Fliege. Sie können Platz nehmen. Was? Vielen Dank, euer Ehren. Du hast viel mehr geredet als sonst. Für mehr reicht die Gage meistens nicht. Das ist, was sie sagt. Der nächste Zeuge, bitte. Es geht um die Person, die Herr Mayer die Pillen verkauft hat. Danny Pizzashop. Hallo Jacko, wie geht's deiner Oma? Tja, besser als deiner nach 1920. Niemand redet über 1920. Das war ein dunkles Zeitalter. Ameisen überall! Herr Pizzashop, bitte schildern Sie das Geschehen, wenn's geht. Bitte schnell. Ich muss nachher mein Highscore in World of Warcraft übertreffen. Also er kam, sah und ging. Mehr war... unser Plan... ich meine, er kam rein, hat auf den Boden gespuckt, hat mich gefickt und alle Pawsboys zerrissen. Hat 2 Minuten auf meinen Schoß geschlafen und ganz viele ameisenfreie Energies, erhältlich im Danny's Pizza Shop, geklaut, damit er extra lange wach bleibt. Und das Schlimmste ist, er hat den Toilettensitz oben gelassen, Mann. Aha, dieser Jacko klingt ja wie ein Rübel. Das war erst der Anfang. Wollen Sie noch mehr Storys erzählt kriegen? Ich würde eher wissen, warum er Ihnen so lange erlaubt hat, auf dem Schoß zu schlafen. Aber zurück zum Thema. Herr Pizzashop, würden Sie behaupten, dass Jacko die Art von Person wäre, die einen Betrug begehen würde? Zum Beispiel... wie dieser Fall? Nee, das ist ein ganz korrekter. Er hat sogar meiner Tochter Rottweiler eine Niere gespendet und das Kind therapiert, das ich durch meine Werbespots traumatisiert habe. Okay, falls keiner was einzuwenden hat, insbesondere dazu, dass der Typ seine Tochter Rottweiler genannt hat... können wir fortfahren. F! Verdammt, das hat uns überhaupt nicht geholfen. Richter, ich verlange eine taktische Pause.
Ich muss sowieso noch eine Folge von Lego Ninjagos weiterschauen. Hey Digga, hat KFC heute offen? Oh, achso, ja. Gericht und so. By the way, ich merke gerade, es war vielleicht keine gute Idee, auf einen Roadtrip zu gehen, während du ganz alleine zu Hause den Fall vorbereitet hast. Ja, ich wollte nur fragen, ob du vielleicht einen Ass in der Hinterhand hast? Tja, das ist eine schwere Sache. Das ist halt keine Pokerrunde wie damals in Vegas. Du warst also doch dabei. Klar, Bruder, ich hab dir heimlich immer mit den besten Karten geholfen. Ich konnte dich doch nicht alleine lassen. Aha. Und was war vor 2 Wochen, als du ohne mich zur Big Titty Convention gegangen bist? Erstens Goff Titty Convention, zweitens... Die Verhandlung geht weiter, glaube ich. Meine Güte, haben diese Legosteine was drauf. Ich sag's euch, das war eine Folge, Liebe. Wir fahren fort. Jedenfalls haben wir gerade 2 Aussagen gehört. Die erste war von einer sehr aufrichtigen Ehrenfliege. Wir gehen noch angeln in ein paar Tagen, ne? Und einem Vollidioten. Hey! Euer Ehren, ich rufe den Hersteller von den Schlafpillen in den Zeugenstand. Technisch gesehen haben wir die Pille als Team hergestellt und... Ja, ist mir scheißegal. Komm in die Gänge. Gehen. Das würde ich auch gerne. Ich habe literally keine Beine und kann gehen. Nur mal so am Rande. Herr Erguss, Ihre Frage. Das heißt erstens Samen, Hersteller, würden Sie behaupten, dass Ihre Pillen zu 100% funktionieren? Schon der letzte Elefant, der sie bekommen hat, ist immer noch nicht aufgewacht. Glückwunsch, Jacko. Du bist fitter als ein Elefant. I do be fitter als Elefant. Jedenfalls, Sie haben gerade selbst erwähnt, dass Ihre Medikamente stark wirken können. Kann es da nicht auch sein, dass Sie extreme Nebenwirkungen hervorrufen können, wie Schlaflosigkeit? Schon. Wegen all diesen Gründen sitze ich im Rollstuhl. Was tust du da? Bist du für uns oder gegen uns? Schon. Wow. Dubioser Kauz. Scheint so, als hätte er Burnout. Wir können seine Antwort nicht ernst nehmen. Ernsthaft? Das ist sowas von lächerlich. Der Prozess müsste längst schon vorbei sein. Das kann's schon nicht sein. Meine Entscheidung! Sei ruhig jetzt! Digga! Euer Ehren, das ist... Sorry, Peter. Wird heute wohl nichts mehr mit dem Sonic Prime Marathon. Dank mir müssen wir wahrscheinlich den ganzen Tag hier verbringen. Sag mal, was wolltest du eigentlich aus diesem Prozess gewinnen? Keine Ahnung. Okay, also da ich nächste Woche wieder nach Vegas will, schlage ich vor... Wir wollen Schmerzensgeld! Das ist das, was Sie wollen? Kommt ja echt spät von Ihnen, du Apfelsaft. Den Apfelsaft kriegst du gleich in Sorge. Wir sind dran, wir rufen einen sehr treuen Kunden auf, bei dem die Pillen immer gewirkt haben, den Schläfer Jenkins. Würden Sie sagen, dass bei Ihnen die Pillen wirken? Ja! Oh! Einspruch, er war doch die ganze Zeit hier und hat gar keine genommen. Du kannst keinen Einspruch machen! Zweispruch! Woher wollen wir wissen, dass er überhaupt welche nimmt? Ich mach einfach so, da kommt so kleine Pille in den Arschloch. Sehen Sie, wir arbeiten schon ein Zäpfchen. Dreispruch, es geht um Pillen! Kein Spruch, reden Sie nicht dauernd rein, Herr Mango. Mango, okay, es reicht. Wir haben verstanden, es wurde established, dass Sie ein quirky Richter sind, der ignorant ist und jedem auf den Sack geht, aber... Gut, dass Sie es verstanden haben, Herr Mongo. Ist ja wie im Kindergarten hier. Weißt du was? Ich sollte jetzt aussagen. Nein, tust du nicht. Wir sind noch lange nicht am Ende. Vertrau auf deinen Anwalt.
Okay, wir sind am Ende. Du bist dran, Rotkäppchen. Ich mache jetzt kurzen Prozess. Kurzen Prozess, ich versteh's. Die Angeklagten und ihre Zeugen sind sowas von wack und ich habe keine Ahnung, warum wir überhaupt noch hier sind. Und Ghostbusters 2 ist ein guter Film, I don't care. Sorry, ich hatte gerade die Aufmerksamkeit. Jedenfalls, passt auf! Ich präsentiere euch einer der Pillen, die ich damals genommen habe. Ich verdiene Schmerzensgeld, weil die chaoshaft wirken. Und die einzige Art, wie ich das beweisen kann, ist diese hier. Oh. Passiert da noch was? Ja. 30 Minuten später. What the fuck, Jacko? Okay, ich bin überzeugt. Die besagte Pille wirkt für den Ankläger mutantenähnlich. Gleichzeitig habe ich 13 Fälle von gesundheitsschädlichen Wirkungen gesehen. Die 4 Kriegsverbrechen und 2 Sexualstraftaten mal abgesehen. Ich verfüge hiermit Streetmates dazu, Herrn Mayer Schmerzensgeld zu zahlen. In Höhe von 4 Cent. Nee, Moment, da ist ein Tintenfleck. Von wo kommt der? Ich schreibe mit Bleistift. Was ich sagen wollte. Streetmates muss Herr Mayer 400.000 Euro zahlen. Der Junge! Winner! Wir haben bewiesen, dass Gerechtigkeit und Medikamenteneinfluss letztendlich doch gewinnen. Ach ja, hier ist die Rechnung für den zerstörten Gerichtssaal. Werde ich je was gewinnen? Ach, scheiß auf das Geld. Wir haben es den Streetbitches trotzdem gezeigt. Und du gibst einen guten Anwalt ab. Obviously. Allerdings habe ich jetzt immer noch das Problem mit meiner Schlaflosigkeit. Ich werde wohl nie eine Lösung finden, Bro. Warte. Du bist 20. Ich schlafe auch gern mit Leuten. Nee, das ist ein ganz korrekter. Er hat sogar meiner Tochter Rottweiler eine Niere gespendet und das Kind therapiert, das ich durch meine Werbespots traumatisiert habe. Es gibt Essen, Schatz! Lass es dir schmecken! Die kakerlakenfreie Pizza! Hab ich doch nicht so!